So, herzlich willkommen zurück zu Creative Server Let's Play. Ja, genau. Nee, das ist egal. Ja, Alter. Ja, ich habe übrigens mittlerweile, also ich habe GTA San Andreas die Aufnahme mittlerweile abgeschlossen. Das Witzige ist, heute ist Freitag, der 17. Das seht ihr, glaube ich, gar nicht, deswegen sage ich es euch. Und die erste Folge von GTA San Andreas kommt diese Woche, also für euch kam sie jetzt schon raus, ne? Die erste Woche GTA San Andreas war ja für euch jetzt quasi schon. Aber von mir aus gesehen, also, ne? Aus meiner Zeitspur quasi, wenn man so möchte, kommt die erste Folge jetzt erst in 2 Tagen raus und ich habe aber schon alle Folgen aufgenommen. Also alle Folgen, die erstmal hauptstorymäßig ist. Das heißt, ihr könnt euch, wer GTA San Andreas mag, kann sich auf die nächsten 5 Wochen? Nein. Wie viele Wochen überhaupt? Das sind jetzt ein paar Wochen. 7 Wochen sind das jetzt, oder? Gott. Ja, also auf die nächsten 7 Wochen gefasst machen. Wie gesagt, pro Woche kommen 15 Folgen raus. Ja. Also immer sonntags halt mit einmal. Jeden Sonntag kommen 15 Folgen. GTA San Andreas raus. Ist ein bisschen. Man merkt auch schon, ich werde bei GTA San Andreas auch nicht auf die Kommentare oder sowas eingehen können, weil ich habe bereits alle Folgen abgedreht und es ist nicht mal die erste Folge draußen. Also, wie bitte? Ja. Nee. So, was ich jetzt eigentlich machen wollte, ist das hier. Ich wurde von einem netten Herrn angesprochen, also angeschrieben im Forum von dem netten Roland Deathmatch. Roland M. Ja. Er findet mein Let's Play scheiße. Und da dachte ich mir so, weißt du was, komm, okay, dann kann ich die Typen direkt bannen. Brauchen wir nicht. Nee, Spaß. Er hat tatsächlich hier Kritik geäußert. Aber konstruktive Kritik, also gute Kritik, ja, jetzt nicht falsch verstehen, Kritik ist wichtig und richtig, solange wieder konstruktiv ist. Und das ist die hier auf jeden Fall. So, ich werde also jetzt mal gucken. Wir werden das Ganze hier mal ein bisschen auseinandernehmen. Ich habe ihn auch gefragt, ich habe das Ganze hier zeigen, was er mir geschrieben hat. Ich habe extra nachgefragt. Weil, ne, wir sind ja so im Let's Play so ein bisschen die Ideen aufgegangen, was wir noch so machen können. Und ganz ehrlich, das sind Anregungen genug. So, und zwar lalala, einigermaßen up to date, wie bestimmt 100 Let's Plays dahinter letzten Wochen als aufgeklärt, lalala, so ein paar Anregungen zur Optimierung. Da. Du kannst viele unnötige Gänge sparen, indem das Set Home ausgiebig und konsequent nutzt. Habe ich ehrlich gesagt. Ne, ich möchte mich nicht so viel rumteleportieren, weil das Ganze ja schon ein bisschen Survival sein sollte. Das war ja mein Ursprungsgedanke. Ne? Deswegen finde ich das mit der Höhle eigentlich schon ganz schön, ne, auch von mir, war so eigentlich nicht geplant, dass ich immer in der Höhle runterspringe, mich fallen lasse und immer hochteleportiere. Ja, müssen wir mal gucken, vielleicht machen wir es einfach im Let's Play, dass wir sagen, okay, komm, im Let's Play, scheiß drauf, dann nehmen wir halt doch die Home-Mod, damit es halt, ne, nicht immer so lange Wege sind. TravelNet, muss ich mal gucken. Ich habe noch nie TravelNet genutzt, also selber aktiv genutzt. Ich habe zwar schon ein paar Mal so Dinge hingebaut, hat aber damit nie wirklich was produktiv gemacht. Da muss ich also erstmal komplett neu einsteigen, vor allem in das Rezept. Das heißt, wir werden auf jeden Fall mal als allererstes machen. TravelNet, das ist auf jeden Fall für mich wesentlich angenehmer als teleportieren. So, also TravelNet machen wir. Dann dein Notfall-Backpack sollte immer zumindest von allen wichtigen Rohstoffen, Holz, Erde, Cleanstone auch, Cobblestone, Eisen, Mese, Diamanten, oh, Alter. Ein Stack Blöcke. Ein Stack Blöcke. Von Rainbow, Diamanten und Mese. So viel habe ich nicht mal. Ist dir schon klar, oder?
Also von Rainbow, da haben wir ein paar Blöcke, da haben wir 30 oder 40 Blöcke, aber Diamanten und Mese, da kriege ich jeweils, also bei Mese habe ich ein Stack von normalen Mesekristallen. Aber das heißt, da fehlt noch massig für ein Stack Blöcke. Also, bei Eisen können wir es hinbekommen, der Kobbel und Cleanstone sowieso, wobei sind das, ne, ist ja eh schon Blöcke. Holz und Erde ist auch kein Problem, was auch schon Blöcke sind, aber das hier ist... Ah ja gut, können wir mal gucken. Alle wichtigen Werkzeuge, Spitzhacke, Axt, Hake, das können wir auf jeden Fall machen. Das klingt tatsächlich... Hammer und Amboss, alter Schwede. Ja gut, ich meine, wenn wir wirklich auf lange, lange Reisen gehen, können wir so durchaus schon ein bisschen was gebrauchen. Gut, Schraubendreher für unterwegs jetzt eher weniger. Weil Schraubendreher brauchen wir wirklich nur, wenn wir uns irgendwo häuslich einrichten wollen. Wie Placement Tool eigentlich auch. Ach so, ja klar, ist schon wieder. Nee, ist wahrscheinlich denn, wenn wir außerhalb unserer Wohnung bauen. So wie ja damals diesen Weg, wo wir die Anbindung da gebaut haben. Ja, okay. So wie ein Stack hochwertiger Nahrung. Das haben wir soweit eigentlich schon. Muss mal ganz kurz gucken. Ich weiß nicht mal, irgendwelche Nahrung hatte ich in meinem Rucksack. Irgendwie Brot oder so ein Scheiß. Ernten würde ich nur noch, wenn die Rohstoffe wirklich brauche. Ja, ja, ernten, ne? Ist natürlich richtig. Insbesondere regelmäßige Besuch bei Blauenberg, Kakao und Papyrus. Aber auch Feldarbeiten haben wir das. Auffüllen per schnellen Vorlauf doch sehr erleichtert. Schön. Ja, okay. Ja gut, wobei Blaubeeren dauert ja nicht so lange. Ist ja immer nur kurzer Abstecher. Und Papyrus? Oh, ja. Ne, aber eben die ganzen großen Farmen, die haben wir regelmäßig komplett abgeerntet. Also das werde ich definitiv nicht mehr machen, weil unsere Lager sind voll. Es hat sich ja nur damals nochmal gemacht, wo ich die Beete umstrukturieren wollte. Deswegen meinte ich ja auch, die Beete sind fürs Let's Play eigentlich viel zu groß. Sowas braucht man im Let's Play nicht. Das ist, sieht zwar halt schön aus, deswegen wollte ich es ja auch machen, aber es bringt uns halt gameplay-technisch keinen Vorteil. Die 6 Kisten oben würde ich jetzt auch im Keller räumen, wo die Arbeit stattfindet. Das schafft kurze Wege und auch Platz für eine schöne Einrichtung. Dann müsste ich aber den Keller auf jeden Fall noch ausbauen. Weil die beiden Wände vom Keller sind ja bereits belegt. Da ist ja, ne, bei der linken Seite ist ja die MV und auf der rechten Seite ist ja die LV-Anlage. Wobei er dazu später auch noch was geschrieben hat. Ich weiß nicht, die Kisten nach unten räumen? Würde ich erstmal im Hinterkopf behalten? Gehe ich jetzt nicht so d'accord, aber, ne, ich notiere es mir mal. Kisten in Keller verschieben. Einfach mit World Edit. Verschieben. Was macht man? Also, hä? Verschieben. So ist Deutsch. So. Die Erze würde ich vielleicht bis auf ein Stack für die manchmal auch roh gebraucht werden, gleich stackweise zu Barren verarbeiten und Blöcke erzeugen. Ja gut, das mit den Blöcken erzeugen. Das können wir auf jeden Fall machen. Eben, weil unsere Kiste ist ganz schön voll. Das macht vielleicht sogar tatsächlich relativ viel Sinn. Die Idee kann man noch gar nicht. Das spart Zeit und du hast wieder viel Platz für Rohstoff in der Rohstoffkiste. Aber immer zuerst grinden. Da bekommst du die doppelte Menge. Aber wenn man es gegrindet hat, dann kann man es doch gar nicht mehr zu Blöcken verarbeiten. Verstehe ich jetzt gerade nicht ganz. Okay. Leuchtturm hat normalerweise ein sich drehendes Licht. Ja, wie willst du das denn meintest realisieren? Ich würde, wie von dir geplant, 24 Lichtblöcke verwenden. Die in 8 Dreiertürmen aus einem großen Kegel. Ach stopp, doch sind 24. Ja, alles gut. Ich habe gerade dran überlegt, wie. Außer dem großen. Was? Außen im großen Kreis aufstellen. Und mit einem 8-Bit-Zähler, Lua-Controller oder 8-Bit-Schieberegister mit Übertrag aus 8 die Leeren im Kreis steuern? Also ich weiß, was er meint mit Logikgattern. Das funktioniert, ne?
so kompliziert? Wir haben doch einen Delayer. Da wäre die Schaltung, die ich bereits auch im Lager benutze, doch wesentlich einfacher. Und 8-Bit-Schieber. Achso, oder ist ein 8-Bit-Schieberegister ein Bauteil bei Mesecon? Weiß ich gerade gar nicht. Gibt es da so ein Bauteil? Muss ich mal kurz gucken. Ja, mit Lua-Controller habe ich noch gar keine Ahnung, weil Lua-Controller hat so eine ganz eigene Programmiersprache. Keine Ahnung. Muss ich mich erstmal einarbeiten. Weil das Problem in dem Leuchtturm war ja, dass wir das Signal gar nicht an den Leuchten bekommen haben. Unser Problem war ja, dass wir quasi, damit alle Lampen geleuchtet haben, wir das dann so ganz kurios bauen mussten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie wir das gebaut haben, aber eben hatten wir die Probleme, dass die Lampen gar nicht alle leuchten konnten. Weil immer nur zwei Reihen jeweils das Signal bekommen haben und nicht alle drei. Von daher war ja eigentlich eher das das Problem. Und dass der Leuchtturm von außen halt relativ scheiße aussieht. So, oh genau, hier geht es jetzt eigentlich über das, genau. Mehr Energie würde ich mit MV und HV erzeugen. Aber bitte regenerativ. Die Wassergeneratoren durch MV ersetzen, eventuell ein bis zwei weitere Ebenen. A4-Generatoren direkt darunter. Ich weiß nur nicht, wie wir die denn mit den Kabeln anbinden wollen. Obwohl doch, das müsste funktionieren. Brauchen die nur drei Seiten Wasser? Nee, doch, die brauchten vier Seiten Wasser, ne? Müssen wir mal gucken. Den MV-Umwandler umdrehen und nur noch aktivieren. Ja, das geht leider nicht. Da müssen wir einen neuen MV-Umwandler basteln. Aber ich weiß, was er meint. Wenn die CNC-Maschine gebraucht wird. Ja, das macht tatsächlich Sinn. Unbedingt eine MV-HV-Solaranlage. Ja, ich meine, wir bauen zwar jetzt gerade schon Atomkraftwerk, aber ich meine, es wird dem Atomkraftwerk wird auch noch eine Weile dauern. Wenn ich mir mal hier so oben an unsere Materialien denke, das wird ja ganz schön, das wird noch ein bisschen dauern. Von daher, ich glaube mal, gehen wir wirklich mal auf eine Solaranlage. Und zwar direkt HV. HV ist. was jetzt? Genau. Solaranlage. Ich glaube mal, damit fangen wir auch direkt diese Woche jetzt an. Unsere Wassergeneratoren würde ich gar nicht mehr so weit machen. Ich persönlich würde es eher so machen, dass wir diesen Wassergeneratoren in LV lassen und den einfach nur für die CNC-Maschine benutzen und über die Solaranlage komplett HV und damit auch die MV-Geräte versorgen. Ich glaube, da kommen wir insgesamt preiswerter weg. Unbedingt eine V, aber nicht aufs Dach, sondern einen Turm. Genau, 50 Meter über Höhe. Die Solaranlagen, die funktionieren so, dass umso höher sie sind, glaube nur bis irgendeiner Grenze, aber je höher sie sind, über dem Wasserspiegel, also über der Nullachse quasi, desto mehr Strom produzieren die halt. Jetzt weiß ich nicht, bis wohin die Grenze ist, aber wenn er sagt 50, dann ist die Grenze wahrscheinlich auch bei 50. Genau, volle Leistung. Gegen Geothermie spricht für mich auch nichts. Wieso auch nichts? Für mich spricht da was dagegen. Da brauchen wir Lava und Lava ist gefährlich. Wenn du mit den Gedanken AKW spielst, ja, damit haben wir leider sogar schon angefangen, sollte der Umgang mit ein bisschen Lava auch kein Bedenken auslösen. Stimmt eigentlich schon, weißt du, vor Lava habe ich Angst, aber ein AKW bauen, klar. Naja, weißt du, bei Lava, da können sich Leute verbrennen. Beim Atomkraftwerk, bei der Kernspaltung, das ist alles mit einmal vorbei. Ist auch vorbei. Ein AKW will aus umweltpolitischen Gründen nicht bauen, aber wenn, dann nur mit Kreativbriefs. Sonst wird das viel zu aufwendig. Ja, leider. Hast du ja schon gemacht. Ich würde mir wünschen, wenn auch solche kreativen Projekte als Let's Play. Ach, da meint er jetzt, also hier mit dem Satz, meint. Was? Mit dem Satz meinte er hier wahrscheinlich dieses Atomkraftwerk, was ich gebaut hatte, was ich auch gezeigt hatte. Also was ich als Walker gebaut habe. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht.
Na, hatte ich auch schon gesagt, als wir damals das Hotel gebaut haben, wo ich überlegt hatte, weil, wie gesagt, das Hotel war ja dadurch begründet, dass ich ja auch ein richtig großes Hotel gebaut hatte, habe ich auch gezeigt, ein paar Mal. Aber sowas, so eine Sache als Let's Play zeigen, ist, weiß ich nicht. Weil die Sache ist halt, ich plane vorher nicht. Ich probiere halt immer hin und her. Und auch beim Atomkraftwerk habe ich erstmal ein paar Mal überlegt. Könnte ich aber im Hinterkopf behalten, weil bei den nächsten großen Bauprojekten, dann nehme ich einfach separat mal auf. Und wenn es halt sehenswert ist, dann veröffentliche ich es halt. Oder ich veröffentliche es halt einfach so oder so. Und die es gucken wollen, können es dann gucken oder sowas. Muss ich mal gucken. Da hätte ich gern zugesehen. Es fehlt ja noch der vollautomatische Uran. Die vollautomatische Urananreicherungsanlage mit 34 Zentrifugen. Ja, leck mich am Arsch. Eieieiei. Im Keller eine Anlage, die automatisch sortiert, mit Erzen grindet, brennt und in Blöcke. Ganz ehrlich, von sowas habe ich absolut keine Ahnung. Ich weiß, man kann sowas mit den Pipeworks machen und da gibt es auch diese ganzen Sortierblöcken und die Öfen haben ja auch alle Pipe-Eingänge und Ausgänge, aber ich weiß noch, das eine Mal, da hatte ich ja unten mal diesen automatischen Ofen bauen wollen. Und alleine mit diesem Ofen bin ich ja schon direkt kläglich gescheitert. Von daher, so eine komplette Anlage, da müsste ich mir erstmal Tutorials angucken, wie das funktioniert. Das Lager würde ich bei Bedarf erstmal mit wenig Aufwand vergrößern, indem ich alle Stacks auf für 4 aufstocke und die Lücke. Nee, du. Das hat ja einen bestimmten Grund, dass ich das gemacht habe. Weil es halt einfach. Es soll ja dieses Optische sein, das, ne? Die Zwischenwände rausreißen und um die Deckenlücken auffüllen. Da sieht das Lager nicht mehr so schön aus, wie es jetzt aussieht. Das würde die Optik kaputt machen, glaube ich. Weiß ich nicht. Ansonsten vielleicht eine schöne Stadt mit allem drum und dran oder ein Schloss mit englischem Garten. Klar, erstmal schön symmetrisch bauen, wenn dir die Ideen ausgehen. Okay, also was machen wir jetzt als allererstes? Ja gut, AKW jetzt aufhören macht keinen Sinn, damit haben wir jetzt schon angefangen. Das heißt, das werden wir auch weiter bauen, nur halt immer, wenn wir mal ein bisschen so, ne, mal ein bisschen so keine Ideen mehr haben, sonst so. Weil eben, da brauchen wir massig Materialien noch, wir müssen die ganze Scheiße noch grinden, wir brauchen da viel Energie. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal direkt an mit der HV-Anlage. Ansonsten hat zwar hier auch noch hier wegen Backpack. Heieieiei. Ja, die Kiste da unten räumen, wie gesagt. Gut, mit dem Turm, wie gesagt, da weiß ich jetzt noch nicht genau, was er da meint. Ob es hier ein extra Bauteil gibt, müsste ich mal gucken. 8-Bit-Schieberegister aus 8 Delayern. Ach, er hat jetzt sogar geschrieben. Ja, mit 8 Bauteilen. Das ist doch aber meine Schaltung, die ich gebaut hatte, doch wesentlich einfacher. Also die Schaltung, die ich auch für die Lager benutze, diese Anausschaltung da. Wie die war denn deren wesentlich. Oder ist ihm das zu langsam? Oder zu schnell, vielmehr? Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, fangen wir jetzt erstmal an hier mit der HV-Anlage. Da bin ich auf jeden Fall auch dafür. Weil, wie gesagt, mit dem AKW wird noch eine Weile dauern. Und dann halt TravelNet, ne? Das heißt, das Ding hier lassen wir erstmal quasi so ein bisschen so außen vor. Genauso wie das mit den Laternen, da ich da auch noch nicht genau weiß, wie ich das machen soll. Ja, das war perfekt. Ja, ich weiß, innerhalb der Klammer macht man eigentlich keine Leerzeichen, aber ich finde es so. Keine Ahnung. Schlagt mich, wenn ihr wollt. So, was ist hier eigentlich los? So, genau. Das heißt, wir machen jetzt erstmal die beiden Sachen. TravelNet, keine Ahnung, wie teuer das wird. Habe ich nie gemacht. Also, wie gesagt, TravelNet habe ich ab und zu benutzt, aber wenn, dann im Kreativmodus. Von daher habe ich noch nie eins aus Rezepten gebaut. Ich weiß nur, dass man dafür Mese und Stahl braucht, aber keine Ahnung, wie viel. Ja, von daher machen wir das. Ach so, siehst du, noch eine andere Sache. Ganz große Information.
Ich habe meinen Server geupdatet und zwar auf mein Test Version 5.3.0. Kam jetzt vor 3, 4, 5 Tagen. Also mein Test 5.3 kam schon vor einer ganzen Weile raus, aber ich nutze ja der Einfachheit halber die offiziellen Pakete für Debian, für Ubuntu. Weil es jetzt bei mir so mit dem Parallelbetrieb einfacher macht. Und die kam halt erst vor kurzem raus. Von daher habe ich auch quasi, weil ich heute früh meine Server geupdatet hatte, ist ja wieder Freitag, gebackupt habe, habe ich nach dem Backup immer die Updates gemacht, weil Updates mache ich generell nur nach dem Backup, damit, wenn da was schief läuft, ich direkt das Backup wieder einspielen kann. Ja, von daher laufen jetzt alle meine Server, meine Hauptserver. Ist aber auch im Forum, habe ich auch hingeschrieben, ne, Server, habe jetzt neue Version. Es gibt im Forum da irgendwie eine Debatte, dass es da wohl Inkompatibilitäten geben soll. Manche haben geschrieben, also es soll wohl zum Beispiel sein, dass mein Test damals bei diesem Hunger, bei der Hungeranzeige, nee, bei der Lebensanzeige, intern nicht mit 10, sondern irgendwie mit 11, nee, Quatsch, nicht mit 20 Punkten, sondern mit 21 Punkten gearbeitet hat. Und jetzt haben sie es aber wohl gefixt auf 20 Punkte, aber durch den Fix gehen halt diverse Mods kaputt, die von diesem Bug halt ausgehen. A und C und alles krumm und drum und dran und dies und das und jenes. Auf jeden Fall soll wohl da irgendwie auch manche Leute gesagt haben, also ich habe es halt gelesen, dass da wohl Inkompatibilitäten gibt oder sowas. Und deswegen, weil ich jetzt da mich nicht weiter mit auseinanderkümmern möchte, halt von mir der Hinweis, wenn es wirklich zu Problemen kommen sollte, weil ihr noch die 5.2er Version nutzt, dann halt wirklich auf 5.3 updaten. Keine Ahnung. So. Wir machen jetzt erstmal hier Let's Play. Wie lange geht die Aufnahme jetzt eigentlich überhaupt schon? Wann haben sie gestartet? Nein, das ist falsch. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Um 50. Oh, haben wir noch gut 10 Minuten Zeit. So, machen wir hier direkt 5.3. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, weil es ist ja derzeit auch bei Mindtest sehr stark Diskussion über neues Menüdesign. Aber davon sehe ich jetzt erstmal nichts. Das Menü sieht erstmal noch genauso aus wie bisher immer. Jetzt weiß ich nicht, ob denn das neue Design des Menüs dann tatsächlich bei 5.4 einfließt oder noch länger auf sich warten lässt. Ansonsten ist das Menü erstmal so relativ gleich geblieben. Ronix Langeweile. Ja. Gut, join the game. Ich habe natürlich auch als ich natürlich die ganzen Server geupdatet hatte, habe ich natürlich auch wieder die diverse Mods geupdatet, also Advanced Trains. Da gab es irgendwie vor kurzem Neuerungen. Und so ist es also auch wieder alles aktuell. Also meine Server, vor allem der Kreativserver und der Mindclone-Server, sind wieder top aktuell. Da ist alles ja perfekt. Und ich freue mich auch schon ein bisschen, denn so wie es derzeit aussieht, bekommen wir, wenn alles glatt geht. Dafür bete ich, dass alles glatt geht. Bekommen wir vielleicht demnächst tatsächlich Glasfaser. Denn ich wohne ja in Eichwalde. Schulzendorf. Und hier klopft sich gerade eine Firma darum, die gesamte Gegend mit Glasfaser auszubauen. Ja. Irgendwie so Infotech oder Initech, auf jeden Fall Glasfaser. Das heißt, wenn wirklich alles glatt geht, dann sind hoffentlich auch bald die gesamten Lags auf meinen Servern, also zumindest seitens meines Internetanschlusses, CES, weg. Bin ich aber ein bisschen gespannt. So. Ja, ich weiß nicht, die Kisten hier wegpacken. Also so dieser direkte Zugriff ist eigentlich schon relativ praktisch. Okay, klar, ich meine, wie gesagt, viele Sachen machen wir jetzt unten im Keller. Weiß ich nicht. Weiß ich
Gut. Ach ja. Oh. Okay. Achso, nein, nicht. Einfach schließen. Schließ dich! Da! Komm, kriegt ein Timeout. Dankeschön. Weg. Push. Feierabend. Ja. So viel zu dem Thema, ne? Nein? Ja. Beziehungsweise bringt er auch gerade nichts. Sie sicher nicht mehr, was der Fehler ist. Also gehen wir mal doch lieber raus und geht doch bei SSH rein. Was war denn da jetzt gerade schon wieder los? Super, direkt geupdatet und alles im Arsch. Aber ich hatte mich das selber verbunden gehabt und da hat es funktioniert. Von daher weiß ich das gerade nicht, was jetzt hier ne, so ein bisschen so los ist. Müssen wir mal gucken. Mal gucken, was im Look drin steht. Connected Chests. Fuck. Ah. Hä? Nee, Mopfredo hat den Fehler verursacht. Da war wahrscheinlich in der Kiste irgendein Item drin, was zu Mopfredo gehört, oder wie jetzt. Ich hatte aus dieser Fehlermeldung immer nicht so schlau. Also, die Chest hat scheinbar auf ein Objekt Node zugegriffen, was es wohl scheinbar in Version 5.3 nicht mehr gibt, oder was? Aber was hat das mit Mopfredo jetzt zu tun? One-time error, Mofredo, Callback, Lua, Entity Stat. Okay, also der Fehler, der tritt tatsächlich ein paar Mal auf. Mofredo, gibt es ein Update? Habe ich dann ein Update verpasst? Guck mal ganz kurz. Mein Test, Mofredo. Schau mal ganz kurz, ob es da jetzt ein Update gibt für 5.3. Ich hatte doch geguckt gehabt. Nö, letzter Update am 16. Mai. Warte mal, kurz Mofredo. Na komm. So, Comets, vor 2 Wochen, vor 3 Wochen, also seit 5.3 gibt es ja auf jeden Fall kein Update. Also vielleicht hat sich das einfach nur so verschluckt, ich versuche einfach mal nochmal zu connecten. Wenn es wieder abstürzt, haben wir ein Problem. Aber ich habe mich doch heute früh Testkörper mal connected. Und hat alles funktioniert. Gut, es war aber auch mit meinem Worker-Konto. Vielleicht, eben, wenn es am Mopfredos liegt, dann ist es vielleicht wirklich eines der Tiere, was bei mir draußen rumgeistert. Das wäre natürlich ein bisschen tragisch. Dass Mopfredo immer so viele Probleme macht, ey. Ah, die Kisten funktionieren. Der muss jetzt wirklich schon wieder an der Mobs-Mod liegen. Dass diese Tiermod immer so eine Probleme macht, ey. Fick die Henne. Ah, gut. Dann muss ich da mal wieder gucken. Mal wieder einen Bug-Report senden. So. Was soll ich jetzt gerade sagen? Genau. Hier haben wir erstmal schon soweit den Raum geräumt.
Könnte halt noch die Wände weitermachen, wollten wir noch. Aber ich will jetzt erstmal ganz kurz gucken. Wir verhungern gerade. HV-Anlage. Solar. Was brauchen wir? Da brauchen wir 9 normale Solarzellen. Oh Gott. Und jede 27 LV-Solarmodule. Oder richtig? 1. Das wären also 3. Das wären also 9. Ah. Das wären also 27. Für eine HV-Anlage. Das wird scheiße teuer. Scheiße wird das scheiße teuer. Wir brauchen eine Verbundsplatte, eine Kohle. Alter. Okay, das geht tatsächlich sogar schon fast. Okay. Gut, dann ist nur die letzte Stufe so abartig teuer. So, Hochspannungstransformator. Mittelspannungstrasse, ja, das geht tatsächlich auch schon fast. Wobei eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich meine, wir brauchen hiervon alleine brauchen wir schon 9 Stück. Das heißt, wir brauchen 9 Niederspannungstransformatoren. Ja, plus 3 Mittelspannungstransformatoren. Plus 1 Hochspannungstransformator für eine Solarzelle. Das ist ja fast noch teurer als das gesamte Atomkraftwerk zusammen. Alter, da brauchen wir echt heftig viel Kupfer. Oh shit, ey. Und wir brauchen mächtig viel Stahl. Wartet mal ganz kurz, was brauchen wir hierfür? Oh Gott, Alter. Oh Gott. Oh, ho, 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 ho. Aber übers Atomkraftwerk meckern, ne? Das braucht ja voll viel. Digga! Ja. Vor allem wüsste ich mal gerne, wie viel Strom so ein Ding der wenigstens produziert. Das wird heftig. Oh Gott, Alter. Okay, da brauchen wir jetzt mal heftig viele Ressourcen. Da brauchen wir richtig scheiße viele Ressourcen. Vor allem, wie gesagt, für ein Stück. Geht doch gar nicht. Okay, ich mache an der Stelle mal Folgenpause. Dann sehen wir uns nächste Folge mal wieder. Also dann müssen wir jetzt mal ein bisschen durchrechnen, wie viel, da brauchen wir ja massig für. Massig. Massig. Okay, ja, bis dann. Du kannst weg. Tschüss.